Was passiert denn, wenn Sie das nicht regeln? Wir machen einen Kaufvertrag, haben gar keine Lust, das reinzuschreiben und dann bleibt das alles unregelt. So muss ich mir das vorstellen. Das ist Rafael Fernandes. Wie unschwer zu erkennen, ist Herr Fernandes Lehrer. Er unterrichtet Wirtschaft, Religion und Recht an der Hildegardis-Schule Münster. Aber auch das ist Herr Fernandes auf dem Weg ins Stadion als eingefleischter Fan des SC Preußen Münster. Die Liebe zu den Adlerträgern begann dabei auf Umwege, denn eigentlich schlug sein Herz als Berliner für die alte Dame Hertha BSC. Ich war das erste Mal hier im Stadion, als mein Ursprungsverein Hertha BSC hier gespielt hat. Es war in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Hertha BSC hat 4:1 gewonnen, ich weiß es noch für heute. Aber ich bin infiziert worden von diesem Stadion, infiziert worden eben auch von der Mannschaft. Ab da war ich Preußen-Fan. Und es wurde immer mehr eigentlich. Ich habe dann auch irgendwann natürlich ein paar Kumpels gefunden hier, bei denen ich stehe, mit denen ich zusammen viele Tiefen und Höhen schon erlebt habe. Für mich gehört das einfach mit zum Leben. Doch hier soll es nicht um Herrn Fernandes gehen, zumindest nicht nur. Denn was den Lehrer besonders freut, zwischen seinem Herzensverein und seiner Hildegardis-Schule gibt es seit einiger Zeit eine Kooperation. 2010 haben dann Preußen selber ja angeboten, Schulpartnerschaften zu machen. Und da kamen wir auf die Idee, das machen wir sofort mit. Wir hatten Spieler zu Gast, es gab auch gleich einen Unterricht, in dem Spieler sich geäußert haben zu ihrem Ernährungsverhalten. Also gleich auch mit in den schulischen Betrieb hineingenommen. So ist es eigentlich entstanden und wir arbeiten daran, dass immer mehr eigentlich in dem Bereich, wo es sinnvoll ist, wir mit dem Verein zusammenarbeiten können. Es gibt sehr, sehr viele Berührungspunkte. Und einige dieser Berührungspunkte und gemeinsamen Aktionen zwischen dem Verein Preußen Münster und der Hildegardis-Schule wollen wir im Folgenden mal zeigen. Ganz wichtig, natürlich gibt es öfters mal Karten für die Preußenspiele. Das Schulmotto »Wisse die Wege« passt natürlich in abgeänderter Form auch ideal ins Stadion. »Wisse die Wege zum Tor«. Auch wird der Sportunterricht schon einmal ans Preußenstadion verlegt. Na klar, wenn's um Fußball geht. U14-Coach Thomas Pfeiffer zeigt den Schülerinnen und Lehrern, wie man im leistungsorientierten Nachwuchsbereich trainiert. Die Passrichtung ist immer diagonal. Wir spielen immer nur diagonale Bälle. Das heißt, wen musst du anspielen? Sie. Ah, fast, diagonal. Ja. Okay, gut. Spielst diagonal, wen musst du dann anspielen? Okay, und wir laufen unseren Pässen immer hinterher. Auch wenn es nicht ganz so einfach ist, den Mädchen macht's auf jeden Fall Spaß. Ja, ist cool. Macht Spaß. War super, ja. Ist cool. Aber nicht nur die Schüler besuchen den Fußballclub. Nein, auch andersrum. So trifft sich Carsten Gockel mit Lehrern und Schülern, beantwortet brennende Fragen zum möglichen Aufstieg und berichtet aus dem Innenleben eines Profiklubs. Ja, die Hildegardis-Schule ist die, das kann man wohl sagen, die Schule, die am meisten Initiative zeigt, die immer wieder uns anspricht und kommt, die ständiger Begleiter und Besucher unserer Spiele im Preußenstadion ist. Und darüber freuen wir uns sehr. Und wir hoffen natürlich noch auf ganz, ganz viele gemeinsame Jahre. Und ja, ich freue mich über die netten Begegnungen und über die sympathischen Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen. Und die vor allen Dingen sehr engagierten Lehrer, die diese Partnerschaft immer wieder antreiben. Und bei diesen Zusammenkünften kommen ganz neue Ideen für Projekte zustande, wie etwa durch die angehende Erzieherin und Preußen-Fan Pia. Preußen hat ja den Kindergarten während der Spielzeiten und wir haben halt auch gehört, dass es sonst auch andere soziale Projekte gibt noch da. Und wir haben uns dann überlegt, ob wir nicht als Erzieher, weil wir auch dafür qualifiziert sind, ob wir uns dann nicht da noch mit einbringen können in die Kinder- und Jugendarbeit oder Sozialarbeit, je nachdem. Zum Schulbasar ließen sich die Adlerträger Pascal Koopmann und Kai Kleine-Wilke nicht lumpen, bei der Tombola die Hauptpreise zu ziehen. Und während Losweh Koopmann eine junge Dame zu Freudentränen bringt, berichtet U23-Spieler Kai Kleine-Wilke aus seiner Schulzeit an der Hildegardis-Schule. Das ist schon extrem. Also ich sag mal, gerade der Nintit, der Preußen-Fanatiker in dem Sinne, der macht das schon sehr viel für den Verein. Also der organisiert Veranstaltungen, Treffen mit den Spielern, Trainingseinheiten. Also das ist schon eine starke Einheit, was er da macht. Gerade ich als ehemaliger Schüler habe da früher auch profitiert. Vormittagstrainingseinheiten damals mit Nils Drube, mit Martin Kastner. Das war schon immer so der Vorteil hier, wenn man auf der Schule war. Also da waren die schon sehr verständnisvoll für. Nicht nur wegen dieser zahlreichen Aktionen oder wegen der eigens in der Schule angebrachten und liebevoll gepflegten Preußen-Münster-Fan-Ecke. Die Hildegardis-Schule scheint für jeden jugendlichen Preußen-Anhänger eine sehr gute Wahl.